Guten Tag und herzlich willkommen zur Vorlesung Gesellschaftsrecht und Ökonomie. Dies ist der zweite Termin. Wenn Sie den ersten Termin verpasst haben sollten, können Sie sich das Video angucken. Den zweiten Termin können wir daher direkt da beginnen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei der Frage, warum gibt es mehr Personengesellschaften? Diese Frage haben wir letztes Mal nicht beantworten können. Und deshalb machen wir sie jetzt. Und damit Sie eine kurze Besinnungsminute haben, habe ich diese anspruchsvolle Frage an Sie. Nämlich, Gruppenarbeit finde ich besonders cool. Ist cool, wenn die anderen mitarbeiten, oder finde ich unsinnig und ungerecht? Eine tiefenpsychologische Frage der Didaktik. Fragen Sie sich, warum fragt er das? Das hat einen tieferen Sinn. Ja, wir sehen, die Mitte ist immer das optimale Ergebnis, das liegt aber eher an der Verhaltensforschung. Wir sehen aber auch, kaum jemand findet Gruppenarbeit wirklich toll. Das liegt erstens daran, dass sie Juristen sind, denn die aktuelle Untersuchung des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft hat festgestellt, Juristen sind diejenigen mit der größten Ellbogenverhaltensweise und die skrupellosesten. Daher war dieses Ergebnis absehbar. Wenn wir jetzt hier einen Kurs hätten von Sozialpädagogen oder von, weiß ich nicht, Philosophen, dann wäre das Ergebnis ganz anders. Wir würden alle sagen, Gruppenarbeit ist das Beste. Dieses Ergebnis entspricht aber auch den Erkenntnissen der Ökonomie, die nämlich sagt, Gruppenarbeit funktioniert nur dann, wenn alle zusammenarbeiten. Wenn einer sich mitschleifen lässt, ist das natürlich nicht effizient. Wir können hier auch Schiller zitieren, der Starke ist am mächtigsten allein. Was soll das bedeuten? Wer ohnehin schon top ist, der braucht keine, die ihn mitschleift, der kann das alleine. Oder, um es mal ein bisschen näher an Sie anzubringen, wenn wir Steve Jobs haben, brauchen wir wenig andere Leute, weil dieser Mann, der kann Ihnen alles verkaufen, das heißt, egal wer für ihn arbeitet, den kennt kein Mensch, aber der Chef ist sozusagen die Person aus dem Unternehmen, die man kennt. Um es noch ein bisschen extremer zu machen, der Volksmund, Sie sehen, deutsche Sprichwörterkunde, der Volksmund sagt uns, Kumpanei ist Lumperei oder ein Genoss baut auf, zwei Genoss reißt nieder. Was will uns das sagen? Es sagt, wenn mehrere Leute zusammenarbeiten, kann da nichts Gutes bei rauskommen. Echte Profis machen alles alleine. Trotzdem haben wir in Deutschland im Normalfall mehr Personengesellschaften und wir fragen uns, warum ist das so? Wir können die Frage aber auch rechtlich aufgreifen und nicht so ein bisschen philosophisch. Wir können nämlich sagen, naja, immerhin haben wir ja ein GWB, ein Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, und das sagt immerhin, Vereinbarungen zwischen Unternehmen sind verboten, wenn sie eine Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken. Praktisch gesagt, wenn alle Bäckerbetriebe von Bonn jetzt gemeinsam eine Gesellschaft gründen, eine GbR oder OHG oder was auch immer, und wir schließen, wir nehmen die gleichen Preise, wir fahren zur gleichen Zeit in Urlaub, wir liefern die gleichen Brötchenmengen, haben wir am Ende keinen Wettbewerb mehr und das geht im Zweifel zu Lasten des Marktes. Wenn ein Unternehmen also größer wird, dadurch, dass es Konkurrenten mit aufnimmt, schließt es Wettbewerb aus. Das Kartellrecht ist dem Ganzen allerdings relativ aufgeschlossen gegenübergestellt. Sie wissen, wir haben eine Zusammenschlusskontrolle auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene, die aber sehr, sehr hohe Aufgreifschwellen hat. Das heißt, diese Vereinigung aller Bäcker von Bonn in einer GmbH oder GbR wäre kartellrechtlich zulässig, obwohl sie zulasten der Verbraucher geht, die dann keine Wahl mehr haben zwischen verschiedenen Konkurrenten. Praktisches Beispiel, das Sie alle kennen, sind die Taxigenossenschaften.
wo die Taxen sozusagen alle in einem Unternehmen vereinigt werden, obwohl sie ja theoretisch auch alle unabhängig voneinander fahren könnten. So, wenn das aber alles so schlimm ist und es zu Lasten der Kunden geht, weil es weniger Konkurrenz gibt, weil alle zusammenarbeiten statt gegeneinander, warum macht man das? Wir können zunächst mal die triviale Erkenntnis machen, die immerhin im 18. Jahrhundert ganz schick war, dass man sagt, wenn mehr Leute entscheiden, hat das eine stärkere Tendenz zur Rationalität. Das hat dieser brillante Mathematiker aus Frankreich entwickelt, das sogenannte Condorcet-Jury-Theorem. Das ist eine ganz triviale Aussage. Wir haben eine binäre Entscheidung, wir können entweder A sagen oder B sagen. Und jedes Individuum hat einen Irrationalitätsfaktor, den wir in seine Entscheidung einkalkulieren müssen. Und wir gehen davon aus, dass die Entscheidung mit 50% plus 0,001 richtig ist. Also sie ist eher richtig als falsch, aber es gibt immerhin noch eine 49,9%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie falsch ist. Wenn man jetzt eine weitere Person dazu nimmt, steigt die Wahrscheinlichkeit, das können Sie einfach ausrechnen, wenn Sie zwei Leute haben, die jeweils mit über 50% richtig liegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die koordiniert aufs richtige Ergebnis kommen, höher. Und wenn wir eine ungerade Zahl haben und sagen, die Mehrheit setzt sich durch, können wir also sagen, je mehr Leute dazukommen, desto eher ist die Entscheidung die richtige. Denn wir schließen die individuellen, subjektiven Einflüsse aus und kompensieren die Irrationalität dadurch, dass wir eine Gruppenentscheidung treffen. Sie kennen das aus einem praktischen Anwendungsfall. In den USA haben wir ein Jury-System, wo 12 Geschworene sitzen. Die These dahinter ist, dass bei 12 Mann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Tatsache richtig festgestellt wird, als wenn ein Richter das nach seinem Gutdünken macht. Mathematisch ist das absolut unangreifbar. Was in diesem Modell problematisch ist, ist die Frage, wie sich die Entscheidungsträger gegenseitig beeinflussen. Sie kennen das als Herding, das sagt man in der Verhaltensökonomie. Man folgt immer dem Leiter. Der eine sagt, wollt ihr nicht so entscheiden? Und alle sagen, ja, klingt gut, machen wir. Weil die Menschen sich nicht die Mühe des Nachdenkens machen wollen. Trotzdem, das ist das Hauptargument dafür, dass wir in Deutschland zum Beispiel mehrgliedrige Aufsichtsräte haben, 3 Personen. Oder dass wir grundsätzlich, wenn wir mehrere Geschäftsführer haben, sagen, die müssen sich gemeinsam entscheiden, Gesamtgeschäftsführung. Oder dass wir in Deutschland sagen, Personengesellschaften müssen immer mindestens 2 Gesellschafter haben. Weil je mehr Leute da sind, desto eher kriegen die rationale Entscheidungen hin. Und rationale Entscheidungen sind in einem Wirtschaftssystem grundsätzlich vorteilhaft. Soweit, so gut, stellt sich eine weitere Frage, wer sind denn eigentlich die Gesellschafter? Nach dem, was ich Ihnen bisher erzählt habe, müssten das eigentlich die Entscheidungsträger sein, also die Leute, die entscheiden, was getan wird. Das ist aber nicht zwingend der Fall. Die Unterscheidung ist relativ dünn. Wir sagen nämlich, ein Gesellschafter ist eine Person, die ihr Geld grundsätzlich nicht zurückkriegt. Wird ein Kreditgeber, kriegt das, was er der Gesellschaft gibt, entweder in Geld oder in Naturalien zurück. Als Ausgleich dafür ist er aber am Gewinn der Unternehmung beteiligt, hat Informationsrechte und darf mitentscheiden. Und diese Mitentscheidung wird je nach Gesellschaftsform sehr verwässert. Wenn Sie mal eine Aktie kaufen, werden Sie feststellen, Sie können dem Vorstand von VW zum Beispiel nicht sagen, dass er bestimmte Täuschungsmanöver unterlassen soll. Sie haben gar keine Möglichkeit, dem Vorstand Weisungen zu erteilen mit Ihrer eigenen Aktie. Selbst wenn Sie alle Aktien von VW erwerben sollten, würden Sie keine Chance haben, dem Vorstand zu sagen, was er tun muss, weil der Vorstand in einer Aktiengesellschaft in Deutschland unabhängig handelt. Er ist also quasi ähnlich wie ein Abgeordneter im Bundestag, hat er ein unabhängiges Mandat. Er kann doch nicht einfach rausgeschmissen werden. Er hat eine gute Position. Umgekehrt, wenn Sie in einer OHG sind, haften Sie nach 128 HGB persönlich mit Ihrem Privatvermögen und das heißt, alle wesentlichen Entscheidungen bedürfen Ihrer Zustimmung. Auch das liegt auf der Hand, weil wenn es schief geht, haften Sie immerhin mit Haus und Hof und Ihre Kinder werden nicht mehr studieren können und Ihre Oma wird nicht mehr versorgt, das wird also schlimm enden. Das heißt, da dürfen Sie mitsprechen, bei der AG nicht. In der Praxis, wissen Sie, hat der normale Aktionär keine Chance, erstens Informationen zu erwerben, die er braucht, um zu beaufsichtigen. Und zum Zweiten hat er auch nicht die Befugnisse. Deshalb haben wir bei den Aktiengesellschaften den Aufsichtsrat, der die Interessen der Anteilseigner
vernünftig repräsentieren soll. Das kann man auch anders strukturieren. Andere Länder sagen, es erfolgt durch eine regelmäßige Wahl der Vertretungsorgane. Das heißt, sie wählen einmal im Jahr das Board. Auch das ist eine Variante. Die Kreditgeber können sich aber auch ein eigenes Mitspracherecht einräumen lassen und auch eigene Informationsrechte. Wenn Sie zur Bank gehen und sagen, ich will 100 Millionen, um ein Unternehmen zu gründen, was Facebook Konkurrenz macht, mag es sein, dass die Ihnen das Geld geben. Aber die wollen dann regelmäßig von Ihnen Zwischenberichte, die wollen von Ihnen Einblick in Unterlagen, um zu gucken, ob es wirklich läuft, um schnellstmöglich abzuspringen. Manchmal behalten sich die Banken sogar ein Mitspracherecht vor und sagen, wir wollen zumindest einen Vertreter im Aufsichtsrat haben, sonst kriegt ihr kein Geld von uns. Das dürfen die Banken, weil die geben ihnen Geld. Und die können Bedingungen stellen, was sie für ihr Geld kriegen. Das heißt, diese Grenze, die wir hier theoretisch haben, ist viel dünner, als Sie sich das vorstellen können. Auch Kreditgeber können erheblich Informations- und Mitspracherechte haben und damit auf die Unternehmen einwirken. Insbesondere natürlich der Staat, das sehen Sie bei VW. Wenn der Staat sagt, ihr müsst die Autos zurücknehmen, dann hat man als VW, selbst wenn es im Gesetz nicht drinsteht, relativ wenig Chancen. Übrigens eine völlig illegale Maßnahme meiner Meinung nach. Aber wollen Sie sich mit dem Staat anlegen oder machen Sie das lieber und sind gut Freund mit allen Tieren? Gut, um das ganze Problem noch ein wenig ökonomischer aufzuwerfen, hier ein tolles Beispiel aus der Literatur. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Küste und an der Küste arbeiten 10 Fischer. Und die 10 Fischer hatten ursprünglich mal jeder ein eigenes Fischerboot und dann kam der Sturm und alle Fischerboote sind kaputt. Und jetzt guckt jeder, wie viel Geld er hat und stellt fest, er hat jeweils 15.000 Euro, wenn er alles zusammenkratzt, also auch dass die Rücklagen für das Studium der Kinder, sind alles investiert. Und jetzt überlegen die Fischer sich, es gibt 2 Varianten. Variante 1 ist, wir machen wie früher, jeder kauft ein eigenes Fischerboot für 15.000 Euro, kann pro Tag 500 Euro Gewinn machen, wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, dann halt weniger, wenn das Boot kaputt ist, dann halt null. Variante B ist, alle 10 legen zusammen und kaufen für 150.000 Euro ein großes Fischerboot, mit dem ein Gewinn von 5.000 Euro pro Tag erwirtschaftet werden kann. Jetzt, wenn Sie grob nachrechnen, wie viel fällt da jeden Tag auf jeden Fischer ab, bei Entscheidung A oder Entscheidung B? Na, Mathematik-Leistungskurs? Das sind 10 Fischer, 5.000 pro Tag, oder ein Fischer, 500 pro Tag. Ja? Ja, das denke ich auch, die Frage ist zu banal. Also es macht von der Rechnung her keinen Unterschied. Trotzdem ist es natürlich eine Entscheidung, die gefällt werden muss. Wenn wir sehen, es macht vom Gewinn her keinen Unterschied, ist die Frage, welche Entscheidung ist für Sie attraktiver? Und wonach würden Sie das entscheiden? Ja? Ich würde mich eindeutig für A entscheiden, weil in der Variante B müsste ich mich ja mit den ganzen anderen Fischern herumschlagen. Darauf hätte ich gar keine Lust, weil ich meine eigene Entscheidung treffen könnte, wenn ich alleine mich dazu entscheide, ein Boot zu kaufen und weiter zu fischen. Ja. Es kommt darauf an, je nachdem, wenn jetzt die 10 Fischer, die das große Fischerboot zusammen kaufen, wenn die jetzt auch mit 8 Fischern da zum Beispiel nach aus Meer fahren können und ich dann trotzdem noch was vom Gewinn abkriege, dann würde ich mich eher an dem großen Boot beteiligen, was dann ja auch eine Versicherung dagegen ist, wenn ich zum Beispiel krank werde, dass ich dann mit meinem eigenen Fischerboot, das ich ja nur alleine fahren könnte, gar nicht mehr rausfahren kann. Aber mit dem großen Boot könnte ich dann ja trotzdem noch beteiligt sein. Ja, in der Tat, das entscheidende Argument für Lösung A ist, dass man unabhängig ist von den anderen. Das heißt, wenn die anderen schlechte Entscheidungen treffen und sagen, wir fahren in die falsche Richtung mit dem Boot, wo keine Fische sind, dann habe ich immer noch mein eigenes Boot und kann mich darauf verlassen. Variante B hat den praktischen Vorteil, wenn ich selber ausfalle, kann das Boot möglicherweise ohne mich fahren. Ich habe immer noch ein Einkommen, obwohl ich selber nichts tun muss. Und die Koordination bei der Sache wirft im Wesentlichen 3 Fragen auf. Die erste Frage ist, wer entscheidet, wie das Boot genutzt wird? Wo fährt man damit hin? Wo kriegt man die besten Fische? Die zweite Frage ist, das haben wir eben unterstellt, dass es gleichmäßig verteilt wird, aber es ist ja nicht zwingend. Man könnte ja auch sagen, nur die, die mitgefahren sind, kriegen das Geld. Dann kriegt möglicherweise jemand sogar mehr als die Beträge, die er bei dem einzelnen Boot kriegen würde.
Das heißt, diese Gleichverteilung, die wir gerade mal hier so ganz demokratisch angenommen haben, ist nicht zwingend. Man könnte auch sagen, der Älteste kriegt mehr oder der Jüngste kriegt mehr oder der Engagierteste kriegt mehr. Das ist durchaus denkbar. Das heißt, Sie können hier ganz andere Verteilungsschlüsse anlegen. Sie müssen sich nur darauf einigen. Und drittens haben wir natürlich das praktische Bußgeldproblem. Wenn die nämlich jetzt auf einmal anfangen, Wale zu fangen oder ähnliches, das ist verboten, wer zahlt dann die Geldstrafen? Wenn der Einzelne macht, das kein Problem. Aber wenn 10 Leute Eigentümer des Bootes sind, 8 sind an Bord und 2 sind an Land, wer zahlt dann? Wird dann durch 10 geteilt, durch 8 geteilt, durch den geteilt, der das letzte Wort hatte, durch alle, die zugestimmt haben? Diese Fragen müssen geklärt werden und im Idealfall durch eine Einigung geklärt werden, und zwar einvernehmlich. Das heißt, wenn einer dagegen ist, hat man schon ein Problem. Das wirft erhebliche Kosten auf und die Ökonomen untersuchen dabei im Wesentlichen 3 Probleme. Die erste Frage ist, auf welche Grundaspekte einigt man sich am Anfang? Also was ist die ideale Einigung, die effiziente Einigung, die am Anfang einer Unternehmung getroffen wird? Und dazu kann man erstmal empirisch rangehen und gucken, was haben denn die meisten Gesellschaften? Man kann aber auch vom Ergebnis herangehen und sagen, was haben denn die Gesellschaften, die auf dem Markt Erfolg haben, was sind die Wesensmerkmale? Das Zweite, was man machen kann, ist Monitoring. Das heißt, wer prüft, dass die Regeln eingehalten werden? Es kann ja sein, dass man alle möglichen tollen Sachen vereinbart, aber keiner hält sich dran. Es gibt so Regeln, zum Beispiel der typische Fall ist der Fahrradweg. Die gesetzliche Regelung ist, wenn ein Fahrradweg da ist, müssen alle Fahrräder auf dem Fahrradweg fahren. Und wenn ein Fahrradweg auf der linken Seite ist und auf der rechten keiner, müssen alle Fahrräder auf der linken fahren. Trotzdem halten sich nicht alle Leute daran. Sogar viele Leute halten sich nicht daran. Und so kann das hier auch sein bei einer Gesellschaft. Man macht tolle Regeln am Anfang, aber in der Praxis wendet man sie nie an. Und last but not least beschäftigen Ökonomen die Frage von Nachverhandlungen. Was meine ich mit Nachverhandlungen? Nachverhandlungen heißt, man hat festgestellt, eine ursprünglich gewählte Regelung ist ineffizient und jetzt muss man sie ändern. Entweder weil die Umstände sich geändert haben oder weil sie von Anfang an halt aus irgendwelchen Gründen falsch gewählt wurde. Und dann stellt sich die Frage, wie schnell kann ich die Regeln anpassen und unter welchen Voraussetzungen mache ich das? Das sind Fragen, die wir uns im Detail angucken werden, voraussichtlich in 3 Wochen, wenn ich es recht sehe. Merken Sie sich aber jetzt schon mal, das sind die 3 Kernfragen, die man mit ökonomischen Methoden zumindest grob erforschen kann. Ein weiterer Punkt ist, wenn Sie Aktien kaufen oder wenn Sie hier einsteigen in diese Fischergesellschaft, dann ist das erstmal eine Entscheidung. Sie können Ihre 500 Euro oder Ihre 5000 Euro ja auch investieren in alles mögliche andere. Sie können ja auch Microsoft-Aktien kaufen oder VW-Aktien, da ist günstig. Und in dem Moment, wo Sie das gekauft haben, können Sie die theoretisch bei Daimler oder bei VW wieder verkaufen. In der Fischergesellschaft haben Sie ein Problem. Denn wenn das Boot erstmal da steht, müssen Sie jemanden finden, der Ihren Anteil an dem Boot übernimmt. Und im Zweifel werden die anderen Fischer auch noch ein Mitspracherecht haben. Das heißt, sie werden das nicht mehr los. Das heißt, es ist ein bisschen wie bei der Ehe. Sie steigen ein in diese tolle Personengesellschaften und dann kommen Sie nie mehr raus. Selbst bei VW besteht die Gefahr, Sie können die Aktien zwar verkaufen und Sie können die möglicherweise sogar verkaufen zu einem höheren Kurs, als Sie bezahlt haben. Aber möglicherweise verlieren Sie die Dividende für die folgenden Jahre, die enorm hoch ist. Wenn die VW jetzt das brillante neue Dieselmodell entwickelt, dann hätten Sie vielleicht eine hohe Rendite gehabt, Sie haben aber verkauft und dadurch entgeht Ihnen der Anspruch auf die Zukunft. Das heißt, Ihr Geld haben Sie festgelegt, und Sie hoffen darauf, dass eine hohe Dividende rauskommt. Wenn nicht, haben Sie Pech gehabt. Das bedeutet, wer sich in eine Gesellschaft einkauft, sollte sich es gut überlegen. Man ist abhängig von den Entscheidungen anderer. Man hat selber nicht genug Einfluss, um sich selber zu steuern. Und dadurch ist das eigene Vermögen gebunden. Rein psychologisch gibt es auch ein Verhaltensproblem. Nämlich, jeder investiert Geld, jeder muss was abgeben. Aber den Gewinn fahren alle ein. Das ist so ein bisschen wie beim Abschreiben. Ja? Also Sie schreiben und der Kollege schreibt von Ihnen ab. Dann ist es so, Sie haben die Arbeit, weil Sie müssen sich die Klausur ausdenken. Und den Gewinn haben beide, wenn beide bestehen.
beziehungsweise wenn der Taschenzug auffliegt, haben beide das Risiko, das heißt, beide fallen auf die Nase. Das heißt, wir haben eine ziemlich ungerechte Verteilung und Sie kennen das vielleicht auch als das Team-Paradigma, denn Team steht für die tolle Abkürzung, toll, ein anderer macht's. Das soll bedeuten, Sie müssen nichts tun, aber profitieren davon, dass die anderen mehr tun. Die Ökonomen nennen das Ganze das Free-Riding-Problem oder in der deutschen Literatur nennt man es auch die Trittbrettfahrer-Problematik oder die Drückeberger-Problematik. Und die Kernfrage ist, wie man dieses Problem in den Griff bekommt und sagt, alle müssen mitarbeiten und nicht nur einer arbeitet und die anderen profitieren. Denn das setzt natürlich Fehlanreize. Weitere Frage, die sich stellt, ist, wie können denn die Gesellschafter sinnvoll überwachen? Und die schlichte Aussage ist, je mehr Gesellschafter es gibt, desto schlechter ist die Überwachung. Jetzt denken Sie sich, wieso? Viel hilft viel. Die Idee ist hier, wenn wir eine Sache teilen durch 10.000, hat jeder nur ein 10.000stel des Einflusses, wenn er alleine wäre. Ja, das ist aber rein mathematisch. Und dann sagt er sich, ach, ich habe eh nichts zu sagen, dann tue ich gar nichts. Das ist so ein bisschen wieder wie in der Uni, wenn Sie eine Vorlesung haben, wo 1.000 Leute sind, dann gehen Sie davon aus, es merkt eh keiner, wenn ich nicht komme, dann kommen Sie auch nicht. Und genau das Gleiche haben wir auch in Aktiengesellschaften. Wir haben 1 Million Aktionäre, jeder hält 0,0001% der Aktien und jeder sagt sich, warum soll ich kommen, das können doch die anderen machen. Und das ist auch rational. Also es ist wie bei der Bundestagswahl, ja, es ist rational, nicht bei der Bundestagswahl abzustimmen. Das kann Ihnen jeder Ökonom bestätigen, weil Ihre Stimme wird nicht die Stimme sein, die die FDP reinbringt. Ja? Also es ist rational, nicht wählen zu gehen und es ist rational, eine Aktie zu kaufen und zu hoffen, dass die Gesellschaft alles richtig macht, aber bloß nicht hinzugehen, abzustimmen, sich zu informieren oder Ähnliches. Weil der Aufwand, den Sie da investieren, den kriegen Sie nie amortisiert. Das spielt erst dann eine Rolle, wenn Sie irgendwie eine relevante Beteiligung haben, die man vielleicht bei 10-20% ansetzen kann. Alles, was da drunter ist, ist völlig irrational, sich zu beteiligen. Jetzt sind Sie ganz geschockt. Das heißt wieder, der vertritt ja politische Ansichten, das ist ja furchtbar. Aber Sie können es gerne nochmal nachprüfen. Es ist völlig irrational, wählen zu gehen. Sie haben Aufwand, Sie müssen sich angucken, wen Sie wählen, Sie müssen da hingehen, Sie müssen ein Kreuzchen machen und in der Zeit, die Sie dafür investieren, können Sie alles mögliche andere machen. Sie können ein Plakat schreiben und sagen, ich bin für Flüchtlinge, kommt alle zu mir in die Wohnung. Wäre viel effizienter, als zur Wahl zu gehen. So, selbst wenn Sie sozusagen sich am Riemen reißen und sagen, ich setze mich jetzt dafür ein, dass VW vernünftig überwacht wird, dass ein starker Aufsichtsrat da ist, der verhindert, dass in Zukunft Betrügereien geschehen. Dann haben Sie ein Problem, Sie haben 0,001%, vielleicht sogar nur 0,00000001 und jetzt haben Sie natürlich auch die entsprechenden Stimmen. Damit Sie was zu sagen haben, brauchen Sie aber 50% plus eine Stimme und Sie haben das praktische Problem, wie kriegen Sie die anderen? 50, irgendwas Stimmen. Und die Antwort lautet, gar nicht. Sie müssten sich koordinieren mit Ihnen unbekannten Menschen und das wird sehr schwer. Das heißt, die Stimmenmehrheiten finden Sie allein durch Zufall und mit Zufall spekulieren Menschen sehr ungern. Auch das ein großes Problem der Ökonomie. Auch das gucken wir uns noch näher an. So, was müssen wir jetzt für die mehrköpfigen Gesellschaften, wissen? Grundsätzlich führt eine Vielzahl von Personen zu einer sogenannten Gruppenrationalität, das heißt die Ergebnisse, die rauskommen, sollten weitgehend bereinigt sein von den individuellen, subjektiven Erwägungen. Zweitens, grundsätzlich müssen irgendwie die Gewinne der leistungsfähigen Person den anderen Personen zufließen. Das heißt, es gibt Leute, die können mehr und Leute, die können weniger. Und trotzdem profitieren alle davon. Und die Frage ist, warum sollte eine Person, die toll ist, die alles kann, was abgeben für andere? Warum soll Steve Jobs den Aktionären von Apple Geld geben, wenn doch selber der Star war? So müssen Sie sich das praktisch fragen. Warum soll einer sich aufopfern für die anderen? Gleichzeitig, auf der anderen Seite, auf der Kleinen, ist das Problem, warum sollen die sich engagieren, wenn sie nur minderheitsbeteiligt sind
und sich nicht gegenseitig koordinieren können. Und last but not least, aus Sicht der Gesamtökonomie, warum brauchen wir überhaupt Gesellschaften, wenn wir doch sagen, je mehr kleine Wettbewerber auf dem Markt sind, desto mehr Konkurrenz und desto eher kommen optimale Preise und Qualitäten raus. So, letzter Teil, vorletzter Teil vom letzten Mal noch. Es gibt in Deutschland nicht nur Gesellschaften, die auf Geld aus sind. Also nicht nur Unternehmungen im ökonomischen Sinne. Sie kennen alle Vereine. Fußballverein, Skatverein, Saufverein. Ja? Es gibt viele Vereine. Diese Vereine haben viele Merkmale von dem, was wir eben gehört haben. Die sind auf Dauer angelegt. Die sind nicht nur für eine Woche, sondern die sind meistens ein paar Jahre da. Sie haben eine Hierarchie. Es gibt einen Vorstand, der entscheidet. Es gibt eine Gesellschafterversammlung, eine Mitgliederversammlung. Sie sind integriert insoweit, als sie verschiedene Aspekte in sich vereinigen. Sie haben vielleicht Vereinsräume, sie haben Vereinsveranstaltungen, sie haben ein Vereinskonto, sie erheben Gebühren und sie sind in unserer Rechtsordnung als Institution anerkannt. Sie sind nämlich rechtsfähig, das heißt, sie können als Verein klagen und verklagt werden. Das heißt, sie erfüllen die Merkmale, die wir hatten. Sie sind aber nicht gewinnorientiert, das heißt, sie nehmen grundsätzlich nicht als Anbieter an einem Wettbewerb teil. Sie bieten Spaß an. Spaß ist aber kein relevantes Gut. Spaß hier auch im weitesten Sinn. Sie wissen, es gibt auch Vereine Flüchtlingshilfe, Caritas, Rotes Kreuz und ähnliches. Die machen natürlich nicht Spaß, die tun was Gutes. Wobei wir natürlich als Ökonomen sagen müssen, damit fördern sie auch wiederum den individuellen Profit, indem sie nämlich sagen, die Leute haben ein gutes Gewissen und dafür zahlen sie halt eine Spende. Diese sogenannten nicht gewinnorientierten Unternehmungen finanzieren sich durch Mitgliedsbeiträge und durch Spenden und Zuwendungen. Und es besteht grundsätzlich immer die Vermutung, dass sich solche Vereine selbst verwalten. Das heißt, sie kassieren viele Spenden und damit zahlen sie ihren Vorstand, ihren Geschäftsführer, den Chauffeur, die Sekretärin und am Ende bleibt leider nichts übrig für die armen Kinder in Afrika. Und dieser Anreiz liegt relativ auf der Hand, denn jeder ist sich selbst der Nächste und natürlich sind die Organe, die da handeln, auch Menschen, die individuell ihren Nutzen maximieren wollen. Das heißt, sie wollen individuell das Beste für sich rausholen. Die Kontrolle erfolgt einerseits dadurch, dass man sagt, ich kriege nie so viel Geld, dass ich für die nächsten Jahre ausgesorgt habe. Ich muss also ständig neue Spenden akquirieren. Wenn bekannt wird, dass ich das Geld verschwende und nichts ankommt bei den armen Spendenadressaten, dann wird mir keiner mehr Geld geben und dann kann ich den Laden dicht machen. Das heißt, eine zu hohe Verwaltungsquote würde dazu führen, dass keiner mehr Geld gibt. Das andere ist, die Mitglieder, die nicht Vorstand und nicht irgendwie Rechnungsprüfer oder irgendwas sind, die werden einen Anreiz haben, zu gucken, dass alles richtig läuft, denn sie haben mir ihren Namen gegeben für diesen Verein. Sie wollen ja dabei sein und wenn da Schindluder getrieben wird, dann würden die austreten und auch das würde den Verein dazu führen, dass er zusammenbricht. Der deutsche Gesetzgeber traut, anders als zum Beispiel die Amerikaner, diesen Anreizen jedoch nur bedingt. Stattdessen, sagt der deutsche Gesetzgeber, soll das Ganze vom Finanzamt kontrolliert werden und er zwingt deshalb gemeinnützige Vereine oder GmbHs, alle Mittel zeitnah für die gemeinnützigen Zwecke auszugeben. Zeitnah bedeutet spätestens 2 Jahre, nachdem die Mittel erhalten worden sind. Also wenn da steht 2 Kalender- oder Wirtschaftsjahre, heißt also nicht 2 Jahre ab dem Tag des Zuflusses, sondern 2 Jahre ab dem Beginn des Geschäftsjahres. Wenn das Geschäftsjahr also am 1. Januar beginnt, heißt das zum 1. Januar 2 Jahre später, selbst wenn der Zufluss am 31.12. erfolgte. Der Kernsinn dieser Regelung ist, dass man genau das haben wollte, was wir hier auf diesem Schaubild hatten, nämlich, dass man regelmäßig neues Geld reinholen muss. Man soll keine Reserven bilden und man möchte die Kontrolle durch die Spender und durch die Öffentlichkeit haben, indem man regelmäßig das Geld wieder abfließen lässt und so sicherstellt, dass immer wieder ein Bedarf nach Neufinanzierung besteht und damit möglichst wenig Verschleiß, damit man sich immer wieder vor der Öffentlichkeit rechtfertigt. So die brillante ökonomische Überlegung hinter dieser steuerrechtlichen Regelung. Ja.
Grundsätzlich, wie gesagt, Gewinnorientierung ist kein Wesensmerkmal. Allerdings geht es dabei um ideelle Ziele. Die katholische Kirche will ihren Glauben indoktrinieren. Die Caritas will Menschen pflegen. Amnesty International will was gegen Folter tun und gegen Kriege und überhaupt gegen Ungerechtigkeit. Greenpeace will was tun gegen schlechte Umwelt und Tötung von Tieren und so weiter. Das sind ideelle Ziele, da geht es nicht um Geld. Trotzdem müssen sie natürlich Geld einnehmen, um diese Ziele zu erreichen. Das heißt, auch da gibt es einen Nachfragemarkt zumindest. Es gibt wieder Überwachungskosten, weil irgendjemand muss darauf achten, dass das Geld auf den richtigen Zweck ausgegeben wird. Die Gesellschafter haben nur dann einen Anreiz, wenn sie selber ideell dabei sind und Angst haben, dass ihr guter Name missbraucht wird. Da sie aber keine Gewinnanteile haben, ist dieser Anreiz geringer als in anderen Fällen. Die zeitnahe Verwendung zwingt aber zu immer wieder neue Gelder einzuwerben und das zwingt dazu, sich zu rechtfertigen, was man mit den alten Mitteln gemacht hat. Eine nicht allzu schwierige Erkenntnis. So, letzter Punkt von der letzten Woche. Warum brauchen wir Gesellschaftsrecht? Ja, damit so Leute wie ich einen Job haben oder damit wir Institute gründen können. Grundsätzlich würde ein Ökonom immer sagen, wir brauchen nur dann ein staatliches Eingreifen, wenn der Markt das nicht in den Griff kriegt, das heißt, wenn wir ein Marktversagen haben. Und das Marktversagen hier kann sich eigentlich nur dadurch rechtfertigen, dass wir sagen, man kann nicht genug in das Unternehmen hereinschauen. Das heißt, sowohl die Investoren als auch die Kreditgeber, insbesondere auch die Arbeitnehmer, haben nicht genug Einblick, wie das Unternehmen entscheidet und was mit dem Geld passiert. Und um sozusagen diesen fehlenden Einblick zu kompensieren, muss der Gesetzgeber zwingende Regelungen machen und die zwingende Regelung soll verhindern, dass sozusagen diese Leute ausgebeutet werden. Das heißt, der Aktienschwindel soll verhindert werden, die Ausbeutung der Arbeitnehmer oder der Kreditbetrug. Das Ganze ist insbesondere deshalb relevant, weil, wie wir gleich sehen werden, im Europarecht die gesellschaftsrechtlichen Vorschriften anderer Mitgliedstaaten anerkannt werden müssen. Das heißt, sie dürfen von einer Gesellschaft aus Polen nicht mehr verlangen, als von einer Gesellschaft in Polen verlangt wird. Umgekehrt aber gilt, natürlich darf auch eine britische Limited nicht auf der linken Straßenseite fahren. Das heißt, das deutsche Straßenverkehrsrecht, das deutsche Deliktsrecht, das deutsche Vertragsrecht gilt unverändert auch für ausländische Gesellschaften. Das heißt, es geht entscheidend um die Frage, was ist eigentlich Gesellschaftsrecht? Welche Normen gehören zum Gesellschaftsrecht und welche Normen gehören zum Deliktsrecht, zum Strafrecht, zum Insolvenzrecht oder zu sonst was? Und diese Abgrenzung ist nicht immer intuitiv, denn das Gesellschaftsrecht ist die Gesamtheit der Regeln, die dem Schutz von irgendjemandem dienen. Und manche Leute sagen, das ist einfach, das Gesellschaftsrecht schützt die Gesellschafter. Und alles andere, was draußen drum ist, ist halt der Schutz von Gläubigern, des Staates oder Dritter. Und damit hätten wir sozusagen eine saubere Trennung. Wir würden sagen, schützt die Regelung die Gesellschafter, dann Gesellschaftsrecht, schützt die Regelung jemand anderen, dann sonstiges Recht. Wenn Sie jetzt überlegen, ist das eine vernünftige Definition, dann werden Sie relativ schnell zum Ergebnis kommen, das kann es irgendwie nicht sein, denn wir haben eben gesehen, der fehlende Einblick in Gesellschaften betrifft gerade nicht nur die Investoren, also die Gesellschafter, sondern er betrifft genauso gut auch alle anderen auf dem Markt. Nämlich die Gläubiger, die Arbeitnehmer, die auch keine Ahnung haben, was der Vorstand da in seinen Kämmerchen ausdiskutiert, oder eben auch den Staat selber, der ja auch wissen möchte, wie viel Geld da ist, um Steuern zu erheben. Das heißt, diese relativ anschauliche Unterscheidung, dass wir sagen, Gesellschaftsrecht ist nur der Schutz der Gesellschafter, ist leider so in der Praxis nicht möglich. Um Ihnen das mal zu illustrieren,
Gucken Sie sich mal diese Regelung an. Diese Regelung stammt aus dem GmbH-Gesetz und die sagt, das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen der Gesellschaft darf an die Gesellschafter nicht ausgezahlt werden. Frage: Dient diese Regelung dem Schutz der Gesellschafter? Würden Sie sagen, das schützt die Gesellschafter? Und wenn ja, warum? Ich kann Ihnen sagen, es wird durchaus vertreten, dass das Gesellschafter schützend ist. Warum schützt diese Regelung die Gesellschafter? Naja, Sinn des Stammkapitals ist es ja, dass eine weitergehende Haftung der Gesellschafter ausgeschlossen wird gegenüber Gläubigern. Und wenn die Gesellschafter dann auch dieses Stammkapital zurückgreifen könnten, würde ja die Haftungsmasse der GmbH einfach entfallen. Und so müsste dann eine Haftung begründet werden, die halt auch über die Haftung das Privatvermögen mit hereinreichen würde, würde ich sagen. Und so könnte man das um die Ecke vielleicht ein bisschen. Wäre das die zwingende Folge? Also unterstellen wir, die Regelung würde gestrichen. Der Gesetzgeber streicht die Regelung und sagt, das gibt es nicht mehr. Würden dann die Gesellschaften der GmbH sofort persönlich haften? Können wir ja machen. Der Gesetzgeber geht einfach hin, streicht diesen Paragraphen. Komplett. Was würde dann passieren? Ja? Es würde keiner mit den Gesellschaften Geschäfte abschließen. Das ist der entscheidende Punkt. Es würde keiner mit den Gesellschaften Geschäfte abschließen. Also ist die Überlegung hier, natürlich kann man so eine Regelung rausstreichen, das würde aber bedeuten, die Gesellschaft müsste sich irgendwie verpflichten, Sicherheiten zu gewähren bei jedem einzelnen Vertrag. Und das würde natürlich die Verhandlungskosten wieder erhöhen, weil die würden dann möglicherweise sagen, ja, ich möchte von dir eine Bürgschaft und von dir eine Grundschuld. Und diese Transaktionskosten würden die Gesellschaft belasten und damit wieder den Gewinn der Gesellschafter schmälern. Diese pauschale Regelung senkt die Transaktionskosten für die Gesellschaft. Und dadurch steigt der Gewinn der Gesellschafter und dadurch werden die Gesellschafter geschützt. Man könnte es auch anders angehen, man könnte nämlich sagen, hier, wenn einer das Geld aus der Kasse rausnimmt, haben die anderen nichts mehr zu holen und dadurch werden die anderen benachteiligt, weil ja hier eben zumindest noch nicht mal dieser Grundstock da ist. Gut, was sagen Sie denn zu dieser Regelung? 128 Handelsgesetzbuch. Die Gesellschafter haften den Gläubigern persönlich, entgegenstehende Vereinbarungen sind unwirksam. Dient diese Regelung dem Schutz der Gesellschafter? Eine Regelung, die ausdrücklich anordnet, dass die Gesellschafter haften mit ihrem gesamten Privatvermögen. Was haben die denn davon? Ja? Unter anderem zum Beispiel mehr Vertrauen. Wir nehmen also wirklich mehr Vertrauen in Anspruch. Wir haften persönlich, wir glauben an unser Konzept, an das, was wir verkaufen. Ja, auch hier ist das gleiche Argument wie bei dieser Regelung, die wir eben hatten, dass wir sagen, die Gesellschafter machen damit deutlich, dass sie in ihr Konzept vertrauen, dass sie mit ihrem guten Namen dafür einstehen wollen. Und dadurch werden sie kreditwürdiger. Und wer kreditwürdiger ist, muss weniger Geld ausgeben für den Vertragsschluss mit anderen, weil die anderen Leute denen vertrauen. Und dadurch kriegen sie bessere Konditionen und dadurch haben sie mehr Gewinn. Ja? Letzte Regelung in unserer tollen Reihe. Was sagen Sie denn zu dieser Regelung? Die Arbeitnehmer haben ein Mitbestimmungsrecht im Aufsichtsrat nach Maßgabe dieses Gesetzes in einer Aktiengesellschaft mit der Regel mehr als 500 Arbeitnehmern. Inwieweit schützt diese Regelung die Aktionäre? Also nicht die Arbeitnehmer, sondern die Gesellschafter. Ja? Wenn es den Arbeitnehmern schlecht geht, dann wird die Gesellschaft nichts mehr herstellen. Das heißt, es ist auch wichtig, die Aktionäre zu wissen, wie es in der bei den Arbeitnehmern aussieht, die glücklich sind, die zufrieden. Das heißt, es ist auch wichtig, dass man auf die eingehen und ihre Wünsche. Ja, in der Tat, das könnte man so sehen, aber da gibt es ja andere Mittel, das billiger zu machen. Also hier Mitbestimmung brauchen sie dafür nicht, die können ja auch einfach einen Briefkasten einrichten, so Beschwerdestelle. Das wäre vielleicht genauso effizient. Ist das so? Aufsichtsrat ist eine ganz andere Qualität als ein Vorschlagskasten. Also die Literatur rechtfertigt diese Regelung durch zwei Argumente zugunsten der Gesellschafter. Argument 1 lautet, ein Arbeitnehmer, der im Aufsichtsrat vertreten ist, wird frühzeitig seine Wünsche erklären und dadurch werden Streiks vermieden, weil man von vornherein weiß, die Arbeitnehmer erwarten das und wenn sie es nicht kriegen, dann werden sie streiken.
Und Streik sind immer am schlimmsten, weil man dann halt Einnahmeausfall hat. Wenn die Arbeitnehmer von vornherein sagen, dass sie es wollen, weil sie direkt im Aufsichtsrat sitzen, ist das besser. Außerdem können die Arbeitnehmer, die im Aufsichtsrat sitzen, auch wissen, wie schlecht es im Unternehmen geht und werden nicht zu viel verlangen, werden also keine überhöhten Forderungen stellen, sondern werden von vornherein direkt sozial mit den anderen Aufsichtsratsmitgliedern schon vorher wissen, was zu vereinbaren ist und entsprechend auch in die Tarifverhandlungen einsteigen. So ist die Theorie Nummer 1. Theorie Nummer 2 ist, dass die Aufsichtsratsmitglieder, die bestellt werden von den Aktionären, Eigeninteressen verfolgen. Entweder, weil sie mit dem Vorstand vernetzt sind und dadurch nicht neutral sind, oder weil sie so hoch beteiligt sind, dass sie ohnehin andere Interessen haben als die Mehrheit der Aktionäre. Während die Arbeitnehmer haben das Interesse, dass das Unternehmen lange besteht, denn sie wollen ihren Arbeitsplatz nicht gefährden, und die Arbeitnehmer wollen auch, dass das Unternehmen sichere Geschäfte macht. Das heißt, die Arbeitnehmer haben ein stärkeres Interesse an Sicherheit als die Aktionäre, die möglicherweise auf den kurzfristigen individuellen Gewinn aus sind oder auf individuelle Beziehungen zu den Vorstandsmitgliedern, weil die halt ohnehin jeden Tag zusammen in ihrem Gentleman's Club sich aufhalten. Das sind die Rechtfertigungsgründe zugunsten der Aktionäre, denn die Minderheitsaktionäre profitieren, wenn die Gesellschaft gut geführt wird und die Arbeitnehmervertreter gewährleisten eine gute Führung. Ob das tatsächlich so ist, darüber streiten sich die Ökonomen, weil es gibt keine verlässliche empirische Untersuchung, die sagt, es ist besser als in anderen Ländern, aber es gibt immerhin diese Begründungsversuche. Last but not least, wir haben nicht nur eine Standardgesellschaft in Deutschland, sondern wir haben, wie wir schon gehört haben, Aktiengesellschaften, GmbHs und OHGs. Wir haben auch noch GbRs, SEs, UG haftungsbeschränkt und alles Mögliche. Die Frage ist, warum braucht man so viele verschiedene Gesellschaften? Das Hauptargument lautet, wir haben hier einen Standardvertrag mit ganz viel zwingenden Regelungen und dadurch wird typisiert, wer eine GmbH hat, der weiß, was er kriegt. Wer eine AG hat, der weiß, was er bekommt. Und dadurch ist für Sie als Anleger klar, mit wem Sie hier, bei wem Sie einsteigen und für Sie als Kreditgeber, mit wem Sie einen Vertrag schließen. So eine ganz triviale Erkenntnis. Würden Sie sagen, wäre ich auch so drauf gekommen. Wichtig, je einfacher es für Sie ist, Gesellschaften anhand der Struktur zu unterscheiden, desto niedriger werden Ihre Kosten für die Investitionsentscheidung. Sie müssen dann noch rausfinden, was die eigentlich machen, was die produzieren, aber die Struktur, die Entscheidungsfindung, die müssen Sie nicht mehr erforschen, weil die eh überall gleich ist. Das heißt, die Investitionsentscheidung wird leichter und dadurch kriegen Sie einfacher Geld bzw. einfacher Verträge mit anderen. Ja, der Gegenstand des Gesellschaftsrechts ist ökonomisch nicht definiert. Dieser Versuch zu sagen, das sind die Regelungen, die die Gesellschafter schützen, das ist eine Augenwischerei, weil sie können jede einzelne Regelung in irgendeinem Gesetz mit Gesellschafterschutz rechtfertigen. Aber es ist zumindest ein mutiger Versuch. Juristisch können wir eigentlich mehr als Ökonomen. Auch die Juristen können nicht sagen, was es ist. Sie können ungefähr so nach Augenmaß entscheiden. Bei der Mitbestimmung wird zum Beispiel teilweise gesagt, das sei Arbeitsrecht. Bei der Haftung wegen Insolvenzverschleppung wird teilweise gesagt, das ist Deliktsrecht. Also man kann Regelungen relativ willkürlich nach A oder B einordnen. Schließlich, die Rechtfertigung dafür, dass wir hier viele zwingende Regelungen haben, ist, dass es eine Informationsasymmetrie gibt. Das heißt, die Gesellschafter haben wenig Chance, sich zu informieren über das, was in der Gesellschaft vorgeht, bevor sie einsteigen. Und auch die Kreditgeber und Arbeitnehmer haben ein Informationsbedürfnis, was individuell nicht zu erfüllen ist, sondern nur durch einheitliche Regelungen. So, das war der erste Teil dieser Veranstaltung. Ich merke schon, dass die Begeisterung schlägt Wellen, das ist toll. Haben Sie zu diesem Teil Fragen? Ja? Ich hätte noch eine Frage zu diesem Haftungsvorschriften, zum Beispiel der 28 AGB. Ja. Da geht es ja um die persönliche und unmittelbare Haftung der Gesellschafter. Ja. Die Argumente dafür, dass diese Vorschrift Gesellschafter schützt, ja, habe ich verstanden, aber also rein,
vom Ergebnis her gedacht, es ist ja so, dass diese Vorschrift aber eben auch die Gläubiger schützt, weil eine persönliche Haftung gegründet wird. Ja. Also insofern verstehe ich halt die Aussage nicht, dass es schwierig wäre, gläubiger schützende Regelungen einzuordnen. Ja. Das Problem ist halt, viele Regelungen haben so eine Doppelnatur. Wir können bei den meisten Regelungen sogar sagen, irgendwie schützen die auch die Gläubiger. Zum Beispiel eine Regelung, die sagt, die Gesellschaft kann nicht von heute auf morgen aufgelöst werden, es gibt ein Liquidationsverfahren. Das schützt zum einen die Gläubiger, die eine Chance haben sollen, ihre Forderungen anzumelden und sicherzustellen, dass sie ihr Geld kriegen. Es schützt aber auch die Gesellschafter davor, dass auf einmal einer sich dem Geld ins Ausland absetzt und weg ist. Das heißt, die meisten Regelungen haben diese Doppelnatur. Und dann ist die Frage, ist es dann Gesellschaftsrecht? Oder ist es so eine Art Wettbewerbsrecht, Deliktsrecht, Vertragsrecht? Wir können 128 HGB ja auch als vertragsrechtliche Norm auslegen und sagen, das ist im Grunde eine Regelung, die sagt, wenn ich einen Vertrag schließe, muss ich mich auch persönlich verpflichten. So wie wir 164 Absatz 2 zum Beispiel im BGB haben. Solche Regelungen sind theoretisch möglich. Das heißt, es gibt da keine klare Regelung, die sagt, das gehört dazu, das gehört nicht dazu. Und einfach die Aussage, das steht halt hier unter der Überschrift OHG im Gesetz, das kann es ja auch nicht sein. Der Gesetzgeber kann relativ willkürlich Normen in das eine Gesetz oder das andere Gesetz reinschreiben und danach wird nicht entschieden, ob es Gesellschaftsrecht ist oder BGB. Das BGB hat Regelungen zum Gesellschaftsrecht, es hat auch Regelungen zu Gesamtschuld zum Beispiel. Und das sind beides Regelungen, die in der Gesellschaft Anwendung finden. Also wonach entscheiden wir, was ist Gesellschaftsrecht und was nicht? 181 BGB zum Beispiel sagt, ich darf die Gesellschaft nicht gegenüber mir selbst vertreten. Ist das eine gesellschaftsrechtliche Norm? Denn sie schützt mit Sicherheit die Gesellschafter davor, dass der Vorstand des Vereins das ganze Geld durch eigene Verträge in die Tasche wirtschaftet. Oder ist es eine Vorschrift des allgemeinen Vertragsrechts, weil sie schützt ja ohnehin immer den Vertretenen und nicht nur in der Gesellschaft. Also diese Unterscheidung ist schlicht nicht möglich. Das ist die Aussage. So, weitere Fragen? Nicht? Gut. Dann kommen wir dramatischerweise zur zweiten Veranstaltung. Der Wettbewerb der Rechtsformen und das internationale Gesellschaftsrecht. Dieses Thema ist eines der spektakulärsten der letzten 20 Jahre, sowohl in der Ökonomie als auch in der Rechtswissenschaft gewesen. Und deshalb haben wir dafür jetzt noch knapp eine Stunde. Die Hauptfrage, um die es geht, ist, sind Gesellschaften aus dem Ausland für den deutschen Gesetzgeber eine echte Konkurrenz? Und wir testen das mal an einem einfachen Beispiel individuell für Sie. Das möchte ich jetzt gerne mal wissen, ob das funktioniert. Wahrscheinlich wäre Variante 4 gewesen, nur wenn er deutlich billiger ist als der Deutsche. Aber wir wollen die Frage nicht zu kompliziert machen. Keiner versteht diese Frage, das ist der Trick dabei. Beauftragen übrigens, nicht Beauftragten. Ja, schauen wir mal. Testfrage vorab. Was heißt SPZOO? Hat schon mal jemand gehört? Ja? Das ist eine polnische Rechtsform, das ist die polnische GmbH. Würde diese Information Ihre Antwort ändern, wenn Sie gewusst hätten, dass es eine polnische GmbH ist? Nö. Fragen wir anders. Wieso sagen immerhin 8 Leute Nein, da ich die Rechtsform nicht kenne, oder 13 Leute nur, wenn er mir zusätzliche Sicherheiten gibt? Können Sie das verstehen? Ist das nicht völlig irrational? Sollte die Rechtsform Ihnen nicht völlig egal sein? Warum ist Ihnen das wichtig? Fänden Sie es toller, wenn da steht UG haftungsbeschränkt oder GmbH? Ja? Ja, wir haben ja eben gesagt, dass es den Verkehr erleichtert und die Entscheidung
Gesellschaft das ist, dass man ja. Strukturen schon kennt. Und ja. Strukturen eigentlich klar, man weiß nicht, was passiert, wenn jetzt was nicht richtig funktioniert, wie gehandelt wird und so weiter. Ja, in der Tat, es ist die typische Risikoaversion. Menschen neigen dazu, den sicheren Weg zu nehmen und sie machen einen Risikoaufschlag, den sie hier aber nicht kalkulieren können. Das heißt, wenn ich Ihnen sagen würde, das kostet nur die Hälfte, würden Sie sich gleich überlegen. Also der deutsche Handwerker nimmt 100.000 und der polnische 50, dann würden Sie vielleicht auf den polnischen zurückgreifen. So, jetzt kommt der juristische Teil, das ist relativ trivial. Was dürfen ausländische Gesellschaften in Deutschland? Und die Antwort ist, sie dürfen Sachen importieren und exportieren. Sie können Sachen nach Deutschland verschicken, Sie können Sachen im Internet bestellen in China und die werden Ihnen nach Deutschland geliefert, müssen Sie halt Zoll bezahlen, aber es darf die Gesellschaft machen. Sie darf sogar eine Zweigniederlassung in Deutschland eröffnen, dann haben Sie eine Zweigniederlassung, haben Sie ein Büro hier in Deutschland der ausländischen Gesellschaft. Das Einzige, womit wir ein Problem haben, sind sogenannte Briefkastengesellschaften. Was ist eine Briefkastengesellschaft? Ich illustriere Ihnen das. Das ist ein Briefkasten. Ja, da unten ist der Briefkasten. Und Sie sehen, dieser Briefkasten gehört einer ganzen Reihe Gesellschaften, nämlich allen, die da oben auf dem Schild stehen. Wie kommt das? Ganz einfach, die sitzen alle in der Schweiz an der Neuhofstraße 3a und da kann man dann Sachen bestellen. Das ist toll. Warum ist das toll? Ganz einfach. Weil Sie zahlen nur für den Briefkasten. Der Briefkasten kostet Sie im Monat 1,50 Euro oder 2 Euro und Sie haben dann eine Gesellschaft in der Schweiz. Jetzt sagen Sie, ist das schön, warum soll ich eine Schweizer Gesellschaft gründen? Ganz einfach, weil die möglicherweise niedrigere Anforderungen an das Mindestkapital stellen oder keine Mitbestimmung haben oder auch sonst Vorteile gegenüber dem deutschen Recht bieten. Und zu dieser Frage gibt es im Wesentlichen zwei Theorien. Es gibt auch ein paar vermittelnde Ansichten, die uns nicht interessieren, wir machen kein IPR hier. Die eine Theorie sagt, es kann nicht sein, dass eine Gesellschaft aus einem Staat, zu dem sie überhaupt keine Beziehung hat, in einem anderen Staat die Vorteile dieser fremden Rechtsordnung mit sich nimmt. Das ist die sogenannte Sitztheorie. Die Sitztheorie sagt also, wenn ich eine Gesellschaft gründe nach dem Recht von bei dem Recht der Schweiz, dann ist erforderlich, dass diese Gesellschaft auch ihre Hauptverwaltung in der Schweiz hat. Das heißt, der Schwerpunkt der Gesellschaft muss da sein, wo sie im Register steht. Die Gegentheorie ist die Gründungstheorie, die sagt, nö, brauchen wir nicht. Es reicht als einziger Anknüpfungspunkt, dass die da gegründet worden sind. Deshalb Gründungstheorie, beziehungsweise da im Register stehen. Also maßgeblich ist nicht der Ort, wo sie tätig sind, sondern der Ort, wo sie im Register stehen. Wann ist das einfach? Sehen Sie, die eine heißt Gründungstheorie, die andere Sitztheorie. Was bedeutet das in der Praxis? Das ist ganz einfach. Ich habe das mal einmal durchdekliniert, damit Sie mal sehen, wie schwierig das ist. So sein scheint. Ich habe hier ein kompliziertes Schaubild. Sie sehen, es gibt jetzt hier STR. Das heißt Sitztheorie in dem Staat, wo die Gesellschaft im Register eingetragen ist. Und es gibt STV, das bedeutet Sitztheorie in dem Staat, wo die Gesellschaft ihre Hauptverwaltung hat. Deshalb steht da Sitztheorie, Sitztheorie. Jetzt kann man das wunderbar durchdeklinieren. Wenn diese Gesellschaft klagt oder verklagt wird, in dem Staat, in dem sie ihren Hauptverwaltungssitz hat, wird dieser Staat sein eigenes IPR anwenden und er wird zum Ergebnis kommen, in meiner Rechtsordnung gibt es sowas nicht. Ja? Warum sagt er das? Gesellschaften, die nur einen Briefkasten in der Schweiz haben und sonst alles in Deutschland tun und mit der Schweiz nichts anderes zu tun haben, als dafür jeden Monat 1 Euro für den Briefkasten zu bezahlen, da hat die Schweiz nichts mit zu tun. Die unterliegen deutschem Recht. Das deutsche Recht hat aber keine Regelung für Schweizer Gesellschaften, also gibt es diese Gesellschaft nicht und sie wird behandelt als deutsche Personengesellschaft. Es wird so getan, als gäbe es die Gesellschaft nicht, es wären einfach nur Menschen, die da auftauchen. Wenn diese Gesellschaft nun in der Schweiz klagt, dann guckt die Schweiz wieder in das Register, in die IPR und sagt, bei uns gilt die Sitztheorie. Da müssen Sie gucken, wo ist diese Gesellschaft tatsächlich
organisiert? Wo sind die wirklich, wo haben die ihre Büros? Und das ist dummerweise in Deutschland. Dann gucken Sie ins deutsche IPR. Das deutsche IPR sagt Ihnen, wir wenden unser eigenes IPR an und wir wenden unser materielles Recht auch an. Deshalb guckt, wie das guckt der Schweizer Richter ins deutsche Zivilrecht, stellt fest, in Deutschland gibt es keine Schweizer Rechtsform, also existiert diese Briefkastengesellschaft auch in ihrem Herkunftsstaat nicht. Ja, es gibt diese Gesellschaft nirgendwo. Die steht zwar im Register, kann aber weder klagen noch verklagt werden, sondern es haften die Gesellschafter als Personengesellschaft. Logisch? Keiner hat verstanden. Aber ich will Ihnen die zweite Variante zeigen. Die zweite Variante ist genauso einfach. Ja, total einfach. Oder stellen wir beide Staaten folgen der Gründungstheorie. Nochmal, die Gründungstheorie sagt, ob eine Gesellschaft besteht oder nicht, richtet sich nach dem Recht des Staates, in dessen Register sie drin steht. Klagt sie in dem Staat, wo sie im Register selber drinsteht, ist die Sache einfach. Er guckt in sein eigenes IPR, stellt fest, das richtet sich nach meinem eigenen Recht. In meinem Register steht sie drin, in meinem Gesetz gibt es diese Rechtsform, also gibt es die Gesellschaft. Unproblematisch. Klagt in dem anderen Staat, guckt dieser Staat in sein IPR. Das IPR sagt, das geht nach dem Recht des Staates, wo die im Register steht. Da gibt es diese Gesellschaft, also existiert die Gesellschaft auch da in dem anderen Staat. Soweit klar, um es auf den Punkt zu bringen, wenn beide Staaten der Gründungstheorie folgen, reicht es, einen Briefkasten zu haben. Wenn beide Staaten der Sitztheorie folgen, heißt das, die Gesellschaft existiert nur dann, wenn sie ihren Hauptverwaltungssitz, also ihre Büros, da hat, wo sie im Register steht. Soweit klar? Einfach. Ja? Es gibt noch die komplizierten Fälle, nämlich wenn die Staaten verschiedene Systeme haben, was nicht ganz unwahrscheinlich ist. Zum Beispiel Deutschland, Großbritannien oder Deutschland, USA oder Deutschland, Japan. Ja? Deutschland folgt gegenüber China der Sitztheorie, China folgt der Gründungstheorie, zum Beispiel. Dann ist der erste Schritt wieder, wenn wir eine Klage haben im Staat, wo die Gesellschaft im Register steht. Sagen wir, die Gesellschaft nach chinesischem Recht klagt in China. Dann guckt der chinesische Richter in sein IPR, stellt fest, bei uns gilt die Gründungstheorie, guckt ins chinesische materielle Recht und sagt, bei uns gibt es diese Gesellschaft, selbst wenn sie bei uns nur einen Briefkasten hat. Ganz genauso wie wir eben. Es hat sich nichts geändert. Es hat nichts mit deutschem Recht zu tun. Deutsches Recht taucht in der Liste gar nicht auf. Klagt die Gesellschaft in Deutschland, guckt der deutsche Richter ins deutsche IPR, stellt fest, Deutschland folgt der Sitztheorie und stellt fest, im deutschen materiellen Recht gibt es keine chinesischen Gesellschaften, also wird diese Gesellschaft nicht anerkannt. Das bedeutet, wenn ich die Gesellschaft in China verklage, gibt es sie, wenn ich sie in Deutschland verklage, gibt es sie nicht. Wenn die Gesellschaft in Deutschland klagt, gibt es sie nicht, wenn sie in China klagt, gibt es sie. Das ist ein schlechtes Ergebnis, kann ich Ihnen gleich sagen. Es kann nicht sein, dass eine Gesellschaft mal existiert, mal nicht existiert. Im Idealfall sollte sie überall existieren. Aber dieses Ergebnis ist nicht zu vermeiden. Noch verwirrender ist es in der letztdenkbaren Konstellation, nämlich der Staat, wo sie gegründet ist, folgt der Sitztheorie, also der Registerstaat folgt der Sitztheorie und der Staat, wo sie tätig ist, folgt der Gründungstheorie. Was kommt dann raus? Der Staat, wo sie tätig ist, guckt in sein eigenes IPR. Das IPR sagt, oh, wir folgen der Sitztheorie und gehen dann weiter auf den Staat, wo wir selber, wir fangen an im Registerstaat. Der Registerstaat guckt in sein eigenes IPR, der sagt, oh, wir folgen der Sitztheorie, dann müssen wir gucken, wo sie wirklich tätig ist. Dieser Staat folgt der Gründungstheorie, ja, also hier, dieser Staat folgt der Gründungstheorie, da, und sagt, es kommt darauf an, was ihr selber dazu sagt, dann landen wir hier auf dieser tollen Stufe und dann kommt es darauf an, was dieser Staat des
Sitze sagt. Entweder er sagt, dann habt ihr Pech gehabt, dann existiert die Rechtsform nicht. Oder er sagt, nein, wir nehmen das jetzt an und Feierabend, dann existiert die Rechtsform, weil sie in diesem Staat immerhin im Register steht. Wir sehen, das Ergebnis hängt ganz wirr vom IPR ab. Nicht besser ist es in der Konstellation, wenn die Gesellschaft in dem Registerstaat klagt. So, das hat jetzt keiner mehr verstanden und deshalb die kurze Zusammenfassung lautet wie folgt. Wenn alle Staaten der Welt sich auf die Sitztheorie einigen, bedeutet das, Briefkastengesellschaften sind verboten. Briefkastengesellschaften gibt es nicht. Wenn sich alle Staaten der Welt auf die Gründungstheorie einigen, heißt das, Briefkastengesellschaften sind überall erlaubt, sie brauchen keinen Bezug mehr zum Herkunftsstaat. Also entweder komplett verboten oder komplett erlaubt. Solange die Staaten sich nicht einigen können, ist das Ergebnis vom Zufall abhängig, je nachdem, wo sie klagen und je nachdem, wie das IPR dann im Einzelnen ausgestaltet ist, wenn Rückverweise ankommen. Das bedeutet, Einheitlichkeit wäre gut, gibt es aber nicht. Jetzt die Frage, warum sind Staaten wie Deutschland jahrelang dieser komischen Sitztheorie gefolgt, die Briefkastengesellschaften ja verbietet? Das scheint doch irgendwie blöd. Und das erste triviale Argument ist, dass man sagt, der Staat, wo die Gesellschaft im Register steht, also wo der Briefkasten steht, hat kein Interesse daran, Gläubiger zu schützen, die eh nicht in seinen Staatshaushalt reinspielen. Ja? Was meine ich damit? Die Gesellschaft ist in der Schweiz im Register, hat in der Schweiz einen Briefkasten, macht aber Geschäfte ausschließlich in Deutschland. Wenn die Gesellschaft Leute betrügt und üble Dinge treibt, kann das den Schweizern egal sein, weil geschädigt werden nur Deutsche. Das sind Ausländer und wie es den Deutschen geht, kann den Schweizern egal sein. Während die Deutschen natürlich ein Interesse daran haben, dass Gesellschaften, die in Deutschland tätig sind, nicht ihre Mitbürger schädigen. Denn wenn die Mitbürger geschädigt werden, geht das zulasten der Gesamtheit. Das ist wiederum für den Staat schlecht. Also will der Staat die Gläubiger schützen. Der Tätigkeitsstaat will seine Gläubiger schützen, der Herkunftsstaat hat kein Interesse daran. Zweitens, dasselbe gilt auch für den Anlegerschutz. Eine Gesellschaft, die ausschließlich in Deutschland tätig ist, ist das Problem der Deutschen. Das heißt, die Schweizer haben kein Interesse daran, die Anleger, die Investoren, die Gesellschafter zu schützen. Das kann denen ziemlich egal sein. Und last but not least, das, was immer kommt in diesem Zusammenhang, die haben auch kein Interesse daran, dass irgendwelche Informationen über diese Gesellschaften rauskommen. Sie kennen das so, wenn sie Gesellschaften gründen auf den Cayman Islands oder in Panama, dann machen die das, damit sie da Geldwäsche betreiben können oder Terror finanzieren können. Und dazu garantieren die ihnen, dass über sie als Gesellschafter keine Informationen nach außen gelangen. Komplette Anonymität. Das heißt, auch da hat der Herkunftsstaat kein Interesse daran, irgendwelche Informationen offenzulegen. Während der Staat, wo die tätig sind, wo die ihr Geld einsammeln oder den Terror finanzieren, möchte schon wissen, wo das Geld herkommt und wo es hingeht. Also das Argument der Sitztheorie ist, der Herkunftsstaat hat keinerlei Regulierungsinteresse, sondern der Herkunftsstaat ist einfach nur der Briefkasten. Triviales Argument. Um das Ihnen zu illustrieren, habe ich hier die Zusammenfassung des Gesellschaftsrechts der Cayman Islands. Die Cayman Islands haben im Wesentlichen zwei Gesellschaftsformen. Sie haben nämlich die sogenannten normalen Corporations und sie haben die Exempted Corporations. Und Exempted Corporations müssen keine Hauptversammlung durchführen, sie haben keine Gesellschafterliste, sie müssen keine Jahresabschlüsse einreichen, sondern sie kassieren einfach nur Geld im eigenen Namen und sind damit eine rechtsfähige Gesellschaft, die ausschließlich im Register existiert. Eine virtuelle Gesellschaft, könnte man sagen. Während, wenn die Gesellschaft auch nur irgendwas auf den Cayman Islands machen will, dann müssen sie eine Gesellschafterliste einreichen, sie müssen ihre Jahresabschlüsse veröffentlichen und sie müssen einmal im Jahr eine Hauptversammlung abhalten. Warum? Bei den rechten Gesellschaften, die eine Geschäftstätigkeit auf den Cayman Islands entfalten, haben die Cayman Islands Interesse daran, die zu regulieren.
bei den linken Gesellschaften, die ausschließlich Steuergelder vor dem Zugriff der Finanzbehörden aus dem Ausland verstecken sollen, ist denen völlig egal, was die machen. Hauptsache, die haben ein Konto und zahlen ordentlich Bankgebühren bzw. Registergebühren. Alles andere ist denen völlig egal, sie haben keinen Anreiz, da irgendwas zu regulieren. Warum sollten sie auch? Dann gehen die ja wieder weg. Jetzt gibt es ganz schlaue Leute, die sagen, das ist ja ganz einfach zu lösen, das Problem. Wir müssen unterscheiden. Wir sagen, wenn die Hauptverwaltung einer Gesellschaft im Ausland ist, ist das für uns okay. Wenn die Hauptverwaltung einer ausländischen Gesellschaft im Inland ist, ist das nicht okay. Eine sogenannte halbseitige Kollisionsregel, das heißt, wir erlauben es unseren Gesellschaften rauszugehen. Ihr könnt eine GmbH gründen, die ausschließlich in China tätig ist. Und umgekehrt erlauben wir aber nicht ausländischen Gesellschaften reinzukommen. Ihr könnt keine chinesische GmbH nehmen und damit ausschließlich in Deutschland tätig sein. Das ist übrigens der Status quo in Deutschland. Und das können Sie nirgendwo im Gesetz lesen, außer darin, dass es diese Regelung nicht mehr gibt. Dass es die Regelung nicht mehr gibt, werden Sie auch nicht herausfinden, weil sie im Gesetz nicht mehr abgedruckt ist, weil sie ja nicht mehr da ist. Früher gab es eine Regelung im GmbH-Gesetz und im Aktiengesetz, die sagte, der Sitz der Gesellschaft muss in der Regel der Ort sein, an dem die Gesellschaft einen Betrieb hat oder den Ort, an dem die Geschäftsleitung findet oder die Verwaltung geführt wird. Das sollte also sicherstellen, dass der Registersitz auch immer gleichzeitig der Verwaltungssitz ist. Die Regelung hat der Gesetzgeber aufgehoben mit der Begründung, ich möchte gerne, dass es auch GmbHs gibt, die ausschließlich in Frankreich tätig sind. Eine GmbH, die in Frankreich, in Paris einen Souvenirshop betreibt und nichts anderes tut und in Deutschland nur einen Briefkasten hat, soll okay sein. Umgekehrt verweigern wir aber der Schweizer GmbH die Tätigkeit in Deutschland, weil wir sagen, das ist das Problem der Schweizer. Und wenn das jeder Staat so macht, ist es völlig okay. Wenn ein Staat sagt, ich erlaube auch Ausländern in meinem Land tätig zu werden, ist es das Problem des Staates, der aufnimmt. Der BGH hat vor sieben Jahren nochmal festgestellt, in Deutschland gilt die Sitztheorie für ausländische Gesellschaften. Im konkreten Fall wurde eine Trabrennbahn in Deutschland betrieben von einer Schweizer Aktiengesellschaft, die ausschließlich deutsche Aktionäre hatte, deren einzige Büros in Deutschland waren und die keinerlei Bezug zur Schweiz hatten, außer dass sie da im Handelsregister eingetragen waren. Und der BGH hat gesagt, diese Gesellschaft wird in Deutschland nicht als Aktiengesellschaft akzeptiert, denn sie hat keinen Bezug zur Schweiz und hätte daher als deutsche Aktiengesellschaft gegründet werden müssen. Und damit ist sie für uns eine Personengesellschaft und alle drei Aktionäre haften unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen. Das Ganze ist nicht nur ein deutsches Problem. Zum Beispiel auch in der EU hat man Regelungen, hier etwa Artikel 7 SE-Verordnung, und der sagt, der Verwaltungssitz und der Sitz, wo die Gesellschaft im Register eingetragen ist, muss immer im selben Staat liegen. Das heißt, auch da will man den Konflikt vermeiden. Sie müssen ihre Verwaltung da haben, wo sie im Register stehen. So. Nachdem ich jetzt ganz lange über die Sitztheorie geredet habe, was spricht denn gegen die Sitztheorie? Klingt doch eigentlich gut. Sie verhindern, dass es die bösen Ausländer gibt, die sich nicht an die Spielregeln halten müssen und davon leben, dass sie sich an ausländische Regeln halten, die eh laissez-faire sind. Warum gibt es Staaten in dieser Welt, die der Gründungstheorie folgen, wenn die Sitztheorie doch intuitiv das bessere Modell ist? Keiner weiß es, ja. Ich würde vermuten, dass es einfach wirtschaftliche Potenziale ergibt, wenn es im Rahmen der Gründungstheorie einfacher ist, Gesellschaften in einem anderen Land zu gründen und dann aber wirtschaftlich in einem, ja, völlig anderen Land tätig zu werden. Ja, in der Tat, je mehr Entscheidungsmöglichkeiten ich habe als Unternehmen, desto höher ist auch die Chance, dass ich den optimalen Gewinn realisiere. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich auf die Sitztheorie festlege, sage ich, wer in Deutschland eine Fabrik baut und seine Hauptverwaltung hat,
der muss sich ausschließlich an die deutschen Regeln halten. Das heißt, ich erlaube den Unternehmen, die in Deutschland tätig sind, nicht die Wahl anderer Regeln und enge sie damit ein. Wenn der deutsche Gesetzgeber einen Fehler gemacht haben sollte in seinem Gesellschaftsrecht, dann leiden automatisch alle deutschen Unternehmen darunter und die englische Ökonomie profitiert, weil die Limited vielleicht viel besser ist. Das zweite Argument ist, auch hier wieder der Effekt, den wir eben hatten, wenn ich die Sitztheorie habe, bin ich im Prinzip ewig gebunden. Ich kann die Rechtsordnung nur wechseln, wenn ich auch meine komplette Fabrik und meine kompletten Büros, meine kompletten Mitarbeiter alle ins Ausland verlege. Das heißt, ich habe nicht die Wahl zwischen Rechtsordnungen, sondern ich habe die Wahl zwischen Standorten und die Standortverlegung ist extrem teuer. Das heißt, Sie können nicht mal eben sagen, ach, das deutsche Recht ist schlecht, ich wechsle ins Englische. Sie müssen dann immer im deutschen Recht bleiben. Es gibt noch ein praktischeres Problem. Es kann sein, dass eine Gesellschaft in 6 Staaten große Verwaltungszentren hat, wo viele Vorstandsmitglieder sind. Dann können Sie nicht definieren, wo der Hauptverwaltungssitz ist. Und diese Anknüpfung an den Ort, wo die Hauptverwaltung ist, die Haupttätigkeit stattfindet, das ist relativ willkürlich. In unserem Briefkastenbeispiel ist es ganz eindeutig. Können Sie sagen, der Briefkasten, da haben Sie auf jeden Fall keinerlei Verwaltungstätigkeit. Wenn jetzt aber schon ein Vorstandsmitglied in der Schweiz wohnen würde, hätten wir schon ein Problem zu sagen, naja, keinen Bezug haben die ja nicht. Aber vielleicht haben sie ja mehr Bezug nach Deutschland. Und dieses Mehr kann sogar wechseln. Also viele große Unternehmen haben Vorstandsmitglieder aus dem Ausland und die Frage lautet, wo ziehen sie da die Grenze? Und Rechtsunsicherheit ist generell ein Problem. Ein letzter Punkt noch zu dieser Anerkennungsfrage. Wir haben bisher darüber gesprochen, gibt es die Gesellschaft oder gibt es sie nicht? In vielen Staaten der Welt ist es üblich, die Existenz der Gesellschaft an bestimmte Bedingungen zu knüpfen. Wir erkennen euch an, wenn ihr folgende 5 Voraussetzungen erfüllt. Selbst in so Staaten wie Delaware ist es zum Beispiel so, wenn Sie Geschäfte in Delaware tätigen wollen, müssen Sie $80 zahlen und einen Antrag bei der zuständigen Behörde stellen. Sonst dürfen Sie in Delaware keine Geschäfte tätigen. Sie müssen außerdem entsprechend hier Steuern zahlen und Gebühren, sonst werden Sie automatisch vom Geschäftsverkehr in Delaware ausgeschlossen. Und last but not least, verlieren Sie Ihr Recht, Geschäfte in Delaware zu machen, wenn Sie nicht einmal im Jahr einen Geschäftsbericht einreichen, der bestimmte Mindestangaben halten muss. Andere Staaten verlangen auch, dass man Gläubigersicherheiten leisten muss, dass man möglicherweise bestimmte Offenlegungspflichten erfüllen muss, zum Beispiel wer die Gesellschafter sind. Und so verhindern die Staaten, dass jede beliebige Gesellschaft bei ihnen tätig wird. Das ist keine Frage des Ja oder Nein, sondern es ist eine Frage von Ja, Aber bzw. Nein, Aber. So, was kann man sich merken? Oh, Sie sehen, das ist toll. Was kann man sich merken? Gesellschaften sind rechtliche Konstrukte, das ist nicht, was man so in der Natur sieht, das ist nicht wie Tiere, die über die Grenze hüpfen können oder Produkte, die importiert werden können. Gesellschaften kommen nur aufgrund von irgendwelchen Rechtsnormen und deshalb sind sie nur dann wirksam, wenn sie auch tatsächlich rechtlich anerkannt werden von dem Staat, wo sie tätig sind. Und es gibt zwei Hindernisse. Das erste ist das Ob, das ist das IPR, nämlich Sitz- oder Gründungstheorie. Und das zweite sind Anerkennungsregeln, die sagen, du musst bestimmte Vorgaben erfüllen, dann ist okay, sonst nicht. Die Sitztheorie fördert Inzucht, könnte man sagen, insoweit als der Staat halt nur seine eigenen Gesellschaften betreut und ihm egal sein kann, was im Ausland passiert. Das heißt, der Staat wird möglicherweise Sachen machen, die völlig unwirtschaftlich sind, um eigene Interessen von Randgruppen oder des Staates als solcher zu fördern, zum Beispiel Auflagen wie, ihr müsst Parks pflanzen oder ihr müsst Kinder pflegen und müsst Unterhaltung anbieten. Dafür hat der Staat Anreize, weil es ja in seinem Gebiet ist. Die Anknüpfung an den Hauptverwaltungssitz mit der Sitztheorie hat das praktische Problem, dass man den Hauptverwaltungssitz nicht eindeutig bestimmen kann und andererseits, dass der Hauptverwaltungssitz auch nicht so leicht verändert werden kann und damit eine dauerhafte Festlegung entsteht. So,
Unabhängig von dieser abstrakten Frage kommen wir jetzt zum Thema Delaware. Sie wissen alle, Delaware ist ein Bundesstaat in den USA. Ja, da gibt es viele, aber einer von 50 ist Delaware. Und welche dieser Aussagen treffen zu? Es ist sogar eine Mehrfachauswahl möglich. Es können also mehrere Aussagen zutreffen. Es ist eine Chance von 1. 2 × 2 = 2 × 3 = 6 × 4 = 24. 24 denkbare Möglichkeiten, 1 zu 24. Punkt 10. Ja, Delaware. Großer Staat? Nein. Viele Einwohner? Nein. Registersitz vieler Unternehmen? Ja. Verwaltungssitz vieler Unternehmen, allein schon deshalb nicht, weil der Staat zu klein ist. Außerdem, wenn Sie mal sehen, wo der liegt, ich illustriere Ihnen das mal, der liegt da, ja, da will keiner hin. Das ist keine schöne Gegend, denn das geht schon Richtung Norden, das ist nicht mehr sommerlich warm, das ist also nicht hier so schöne Südecke. Es ist auch nicht Westküste, wo es immer Strand und Meer gibt. Der Staat ist der zweitkleinste der USA, Rhode Island ist kleiner, aber ansonsten ist der flächenmäßig zweitkleinste. Er ist personenmäßig der sechstkleinste, er hat 897.000 Einwohner. Das ist so Köln. Oh, weiß man nicht. Wie viele Einwohner hat Köln? Glaubst du? So, sechstkleinster Bundesstaat. Er ist aber der Staat, wo mehr als die Hälfte aller öffentlich gehandelten Unternehmen, das was wir als Aktiengesellschaft bezeichnen würden, notiert im Register stehen. Und er finanziert sich zu 20% aus Franchise Tax. Franchise Tax ist eine Abgabe auf den im Register eingetragenen Vermögenswert. Das heißt, man könnte sagen, eine Art Vermögensteuer. Das heißt, 20% finanzieren sich aus diesen dort eingetragenen Unternehmen. 20% sind ein Fünftel. Ja. Ah, das ist ein Mathe-Leistungskurs hier. So, jetzt die Frage, warum lassen Sie sich in diesem Staat ins Register eintragen, der A klein ist, der B nicht dicht besiedelt ist und der C offenbar im Wesentlichen davon lebt, dass er Briefkastengesellschaften betreut? Wahrscheinlich ist der Anteil noch ein bisschen höher, denn Sie müssen auch berücksichtigen, die leben natürlich davon, dass sie Briefkästen haben und Briefkästen haben eine Miete und auf Miete wird Einkommensteuer bezahlt. Das heißt, auch die müssen dazugerechnet werden. Man rechnet damit, dass ungefähr ein Drittel des Staatshaushaltes allein durch Gesellschaften finanziert werden. Der Grund dafür ist zunächst mal, dass 50 Staaten in den USA jeweils ihr eigenes Gesellschaftsrecht machen. Jeder einzelne Staat hat sein eigenes Gesellschaftsrecht. Genauso wie in der EU, dass deutsche Gesellschaftsrecht nicht mit dem österreichischen identisch ist, genauso ist es so, dass das Recht von Alaska mit dem Recht von Delaware nicht identisch ist. Jeder Staat hat eine eigene Gesetzgebungskompetenz. Jetzt denken Sie sich, warum? Denn der Bund hat in den USA, ähnlich wie in Deutschland, eine weitgehende Kompetenz für das Wirtschaftsrecht, nämlich für den Handel zwischen einzelnen Staaten der USA und dem Handel zwischen Staaten der USA und ausländischen Staaten und dem Handel zwischen Staaten der USA und Indianern, na gut, Indianer ist jetzt nicht mehr das Highlight, aber früher mal, dafür ist der Bund zuständig, nicht etwa der einzelne Mitgliedstaat. Das heißt, immer wenn es über die Grenze geht, darf der Bund Regeln treffen und wir haben gestern gesehen, Gesellschaften machen schnell mal Geschäfte, die über die Grenze gehen. Das heißt, theoretisch könnte der Bund in den USA auch Gesellschaftsrecht regeln. Hat er aber nicht getan. Stattdessen hat jeder Staat sein eigenes. Warum funktioniert das ganz gut? Da sind die Leute sich weitgehend einig. Die Leute sprechen alle Englisch.
Amerikaner sprechen Englisch, ein paar sprechen Spanisch, ein paar sprechen sehr schlechtes Englisch, aber die Amerikaner haben eine gemeinsame Sprache. Die Amerikaner haben darüber hinaus, denn die Gesellschaften sind ein Produkt des 19. und 20. Jahrhunderts, eine gemeinsame Rechtstradition. Ich meine damit jetzt nicht eine gemeinsame Kultur, sondern eine gemeinsame Rechtstradition. Sie haben lange Common Law gelebt und damit konnten die sozusagen auf einen gemeinsamen Wissensstand aufbauen. Dann mag Ihnen aufgefallen sein, ich habe auf dieser Karte eben ganz viele einzelne Staaten abgebildet, aber wenn Sie mal durch die USA fahren, da gibt es keine Grenzen. Es gibt keine Grenzkontrollen, Sie können einfach durchfahren. Jetzt sagen Sie, gibt es in der EU auch nicht mehr, doch jetzt schon wieder. Wenn Sie nach Österreich fahren wollen, werden Sie das merken. Aber grundsätzlich, die USA haben keine physischen Grenzen und dadurch ist der Austausch von Informationen sehr viel schneller als in einem Staat, wo Sie immer erstmal eine Grenzkontrolle hatten. Dann hat sich da relativ früh die Gründungstheorie durchgesetzt. Nicht, weil es im Gesetz drin steht, lustigerweise, sondern einfach, weil es den Leuten intuitiv schien, dass eine Gesellschaft aus dem Nachbarstaat wohl genauso sein muss wie die Gesellschaft aus dem eigenen Staat. Und das wird auch als Standortfaktor berücksichtigt. Man hat Angst davor, wenn man zu liberal ist, dass dann der Bundesgesetzgeber kommt und sagt, wir haben die Kompetenz, wir nehmen sie wahr und wir ersetzen euer Gesellschaftsrecht durch eine bundesrechtlich einheitliche Vorgabe. Das heißt, zu tief kann man nicht fallen, ohne dass dann irgendjemand anders kommt und reguliert. So die Theorie, warum das ein Staat ist, wo Wettbewerb theoretisch zumindest funktionieren kann. Um Ihnen zu beweisen, dass in der Tat der Import und Export von Rechtsformen funktioniert hat, gibt es einen historischen Ablauf. Sie sehen hier links, das ist ein bisschen aus wie Mickey Mouse, das ist New Jersey. Das ist das Staatswappen von New Jersey, sehen Sie, das ist toll. Ne? Und rechts haben wir das Great Seal von Delaware. Und Sie sehen, im Jahr 1875 begann das Rennen darum, wo ich meine Gesellschaften gründe. Und zwar dadurch, dass New Jersey gesagt hat, es ist zulässig, dass die Geschäftsführer sich außerhalb von New Jersey treffen. Bis 1875 waren sich alle amerikanischen Staaten einig, wenn ich eine Gesellschaft habe, muss die Hauptversammlung der Aktionäre und jedes Treffen der Geschäftsführer in dem Staat stattfinden, wo ich meine Gesellschaft gegründet habe. Also eine Gesellschaft aus Delaware darf nur Geschäftsführer in Delaware haben. Und 1875 hat New Jersey gesagt, warum eigentlich? Das streichen wir mal. Und das lief schon ganz gut. Das führte dann dazu, dass die Zahl der Gründungen anstieg. Und es führte zu einem Wirtschaftswachstum deshalb, weil es auf einmal Gesellschaften gab, die andere Gesellschaften gründeten. Ja, also es gab Unternehmen, die quasi Geburtshelfer für andere Gesellschaften waren. Das schuf Arbeitsplätze. Arbeitsplätze schaffen ist gut und das bringt Geld in den Staatshaushalt. Deshalb hat man dann 1889 die zweite Rakete gestartet und die zweite Rakete war, dass man es ermöglichte, Holdinggesellschaften zu gründen. Im Sinne von, eine Gesellschaft kann an einer anderen Gesellschaft beteiligt sein. Jetzt sagen Sie, das ist doch selbstverständlich. Das war damals gesetzlich verboten. Warum? Weil man Wettbewerb erhalten wollte. Man wollte Konkurrenz haben und dadurch brauchen wir unabhängige Gesellschaften. Wenn die aber verschachtelt sind, im Sinne von Gesellschaft A ist mehr von Gesellschaft B und B gehört C und C gehört wieder A, dann haben wir irgendwie eine Machtposition, die wir nicht haben wollen. Deshalb musste jede Gesellschaft bis damals unabhängig voneinander sein. Und last but not least hat man dann 1896 den radikalen Schritt gemacht und hat gesagt, wir machen fast alle unsere Regelungen dispositiv. Ihr könnt eure Gesellschaft handhaben, wie ihr wollt und wir mischen uns da nicht ein. Wir haben ganz wenig zwingende Regelungen, alles sehr liberal. Und es führte zu einer Situation, die für die Wirtschaft gut war, für die Bürger schlecht war. Denn die Unternehmen beuteten die Bürger aus und die Aktionäre und die Arbeitnehmer und alle wurden gepeinigt und es kam zu Demonstrationen und Straßenschlachten und zu einer Neuwahl und der neue Gouverneur von New Jersey hat gesagt, dieser ganze liberale Quatsch, der fällt weg und ab sofort sind Holdinggesellschaften verboten und wir kommen wieder zurück zu dem, was wir früher hatten. Es gilt zwingendes Recht, ihr müsst Mindestkapital haben, ihr müsst bestimmte Personen als Gesellschafter haben und so weiter und so fort. Das führte aber nicht zu dem Ergebnis, dass die Leute sich an die Regeln hielten, sondern es führte zu dem Ergebnis, dass die Leute guckten, wo kriege ich das, was ich vorher hatte, zum gleichen Preis
und wechselten dann den Anbieter. Sie wechselten nämlich nach Delaware. Delaware hat es sich billig gemacht. Die haben bis 1899 gewartet und hatten eines der strengsten Gesellschaftsrechte der ganzen USA. Und dann gab es eine Gruppe von 4 Personen und die 4 Personen haben sich gesagt, wir wollen Geld machen und haben geguckt, wie machen die Leute in New Jersey ihr Geld, indem sie Unternehmen gründen lassen. Also sie können anrufen und sagen, gründen Sie Unternehmen für mich, dann machten die das. Und wir wollen das auch. Und das setzt 2 Sachen voraus. Erstens Marketing und zweitens ein vernünftiges Gesellschaftsrecht. Und dann haben wir entsprechende Lobbyarbeit gemacht, Bestechungsgelder gezahlt, wir wissen, wie das so läuft. Und dann passiert es, wie es kommen musste. Delaware hat im Wesentlichen das Recht von New Jersey mit dem Stand 1899 abgeschrieben. Und damit waren die Gesellschaften, die dann auf einmal mit diesen blöden, zwingenden Regeln konfrontiert waren, relativ schnell dabei und sagten, okay, wir nehmen das, was wir schon kennen, indem wir einfach unseren Satzungssitz verlegen. Das ging auch, sie mussten ja ihre Verwaltung nicht bewegen, sondern sie mussten einfach nur sich von Register A in Register B umschreiben lassen. Und das hatte zur Folge, New Jersey trocknete aus, gab kaum noch Gesellschaften und Delaware wurde seit 1920 zur Nummer 1. Inzwischen hat New Jersey übrigens diese Regelung aufgehoben, also das haben die schon in den 30er Jahren gemacht, aber es gab ja keinen Anlass mehr, von Delaware zurück nach New Jersey zu gehen. Und so ist Delaware zum Staat Nummer 1 geworden, historisch. Schlicht durch Abgucken und dadurch, dass hier strenge Regeln eingeführt worden sind. Das heißt, die Leute neigen dazu, das Liberalste zu nehmen und sind da dazu bereit, den Staat zu wechseln. Jetzt gibt es tausende von brillanten Untersuchungen zu der Frage, wie hat es Delaware geschafft, vom Jahr 1920 bis zum Jahr 2015 die klare Nummer 1 für Großunternehmen in den USA zu sein. Das ist nämlich nicht zwingend logisch. Denn es gibt ja einen Anreiz, wenn Sie sagen, 20% des Einkommens von Delaware kommt hier durch Steuereinnahmen von Unternehmen, die da registriert sind, dann ist es ja für einen anderen Staat auch ein Anreiz, diese 20% abzugreifen. Und die bemerkenswerte Erkenntnis ist, Delaware hat einen so großen Vorsprung, dass er eh nicht mehr einholbar ist. Und für die großen Staaten, die sich leisten könnten, so New York, Kalifornien, für die ist es unattraktiv, da mitzuwirken, weil für die sind 20% der Einnahmen von Delaware Peanuts. Deshalb haben wir das, was wir in der Ökonomie immer beobachten, wir haben eine Kartellierung, ja, also wir haben ein Kartell der Gesetzgeber, könnte man sagen, in dem sie nämlich ein Mustergesetz geschaffen haben. Es gibt ein Mustergesetz, wie ein amerikanisches Gesellschaftsrecht aussehen muss und die Mehrheit der Staaten hat diesen Musterentwurf einfach übernommen und hat gesagt, das reicht uns. Das heißt, sie investieren wenig Zeit, da rein ein gutes Gesetz zu machen und drängen die Leute damit quasi auch dazu, in den Staat zu gehen, der Interesse hat, gutes Recht zu machen, weil davon lebt. Und das ist Delaware. Delaware ist der einzige Staat, der Gewinne mit Gesellschaftsrecht machen kann, weil einen zweiten Wettbewerber kann man nicht finanzieren. Die Großen haben keinen Anreiz, weil es für die zu geringe Gewinne abwirft. Und die Kleinen nehmen daher den billigsten Weg und stecken wenig Geld ins Gesellschaftsrecht und mehr Geld in Subventionen für Bauen oder keine Ahnung, wo die das Geld hinstecken. Was macht denn Delaware so toll? Da habe ich mal hier geguckt, ein Unternehmensgründer, da können Sie jetzt hingehen auf die Seite und können heute noch eine Gesellschaft gründen per Mausklick und morgen haben Sie dann Ihre Delaware Corporation und können damit dann Geschäfte machen. Die sagen, erster Vorteil ist, es gibt in Delaware Gesellschaftsrecht, was jeden Fall schon regelt. Entweder im Gesetz oder durch Rechtsprechung. Weil wir so viele Gesellschaften haben, haben wir genug Entscheidungen und haben genug Gesetze. Das heißt, bei uns herrscht Rechtssicherheit. Jeder Fall ist schon mal ausdiskutiert. Zweitens, wir haben ein Spezialgericht, was im Wesentlichen nur Gesellschaftsrecht macht. Und die Richter sind so gut, die entscheiden innerhalb von wenigen Tagen ohne Jury, ruckzuck und die können Gesellschaftsrecht im Schlaf. Top Leute. Die Entscheidungen, die dieses Gericht produziert, die sind so gut lesbar, die werden in jedem Lehrbuch abgedruckt in den USA. Das heißt, sie sind sprachlich verständlich, für Laien gut formuliert, nicht so ein Larifari und philosophisches Zeug wie andere Gerichte ihnen anbieten. Und jeder amerikanische Jurist kennt das Recht von Delaware. Ich habe in Chicago studiert.
Chicago ist in Illinois und sie lernen nicht das Gesellschaftsrecht von Illinois in der Uni, sondern sie lernen das Gesellschaftsrecht von Delaware. Warum? Weil das Gesellschaftsrecht von Illinois keinen Menschen interessiert. Wenn sie Geld machen wollen, müssen sie das Gesellschaftsrecht von Delaware beherrschen. Das wäre so, als ob ich Ihnen sagen würde, ja, deutsches Gesellschaftsrecht brauchen Sie gar nicht zu können, das polnische, das ist die Zukunft. Wir lernen ab sofort polnisches Gesellschaftsrecht, weil da ist die Musik drin. Ja, so müssen Sie sich das vorstellen. Das heißt, Sie haben einen kompetenten Rechtsrat, Sie haben gute Entscheidungen und Sie haben gutes Recht. Das spricht dafür. Dann, in Delaware bedürfen Änderungen im Gesellschaftsrecht 2/3 Mehrheit im Parlament. Das bedeutet, das wird nicht mal so kurz geändert, weil irgendwie eine Interessengruppe sich durchgesetzt hat. 2/3 ist so ähnlich wie bei uns Verfassungsänderung. Das heißt, eine Änderung im Gesellschaftsrecht will wohl überlegt sein und damit ist das auch sicher. Und wie gesagt, fast 1 Milliarde Dollar mit Einkommen durch Gesellschaften. Das heißt, die haben Interesse daran, das gut zu machen, denn sonst gehen die alle wieder laufen. New Jersey hat das schon gehabt. Ja, sind Delaware-Gesellschaften auch für uns Deutsche interessant? Sie kennen vielleicht alle die Stadt Frankfurt am Main. Ja? Wolkenkratzer, Flughafen. Und der Stadt Frankfurt am Main gehört wiederum die Fraport. Fraport heißt deshalb Fraport, weil sie den Frankfurt Airport betreibt. Ja? Und der Frankfurt Airport gehört wiederum 100% Air Transport IT Service Incorporated, die den Sitz in Delaware hat. Das heißt, wir haben einen Konzern, Frankfurt, unter Frankfurt ist Fraport, unter Fraport ist Air Services IT Solutions. Und das ist eine Delaware-Gesellschaft. Warum ist das so? Nun, ganz einfach, weil Delaware eine Steueroase ist. Es ist so ein bisschen wie Liechtenstein. Das heißt, die Unternehmenssteuern, die sie da zahlen, sind total niedrig und die garantieren hohe Vertraulichkeit von Unterlagen, die da veröffentlicht werden. Das heißt, Delaware macht auch hier, wie soll man sagen, in dem Markt mit für Geheimhaltung. In einem amerikanischen Im Economist stand das sogar drin, stand drin, das sei der zweitheimlichtuerigste Staat der Welt. Also Delaware spricht auch für Vertraulichkeit. So, nochmal die Take-Home-Message. Jeder der 50 Staaten hat ein eigenes Gesellschaftsrecht. Grundsätzlich gibt es gute Wettbewerbsbedingungen, keine Grenzen, gleiche Sprache, gleiche Tradition. Trotzdem Delaware weit überwiegend Marktbeherrscher. Alle anderen machen nicht mit. Ob wirklich noch Wettbewerb stattfindet, ist sogar umstritten. Dagegen sprechen eben diese Model Laws, das heißt alle harmonisieren. Und vor allen Dingen der Umstand, dass Staaten außer Delaware ihr Gesellschaftsrecht kaum jemals ändern. Das heißt, viele haben noch Regeln, die seit 40, 50 Jahren unverändert geblieben sind. Das zum Wettbewerb in den USA als erste empirische Grundlage. Wir werden dann in der kommenden Woche uns beschäftigen mit der Frage, was gilt in der Europäischen Union und uns danach beschäftigen mit der Frage Haftungsbeschränkung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.